Preis, Sicherheit und immer ein direkter Ansprechpartner. Dies bietet das Familienunternehmen JBJ Elektronik GmbH und Co. KG in Stein. Landrat Matthias Diesel, begleitet von Steins ersten Bürgermeister Kurt Krömer, besucht heute die Firma der Elektrobranche. Wir haben das auch alle gehabt, den letzten Rundbesuch, was wir gehabt haben, war 2005, das war meine Eltern. Ganz kurz ein paar Sätze. Ich mache immer wieder regelmäßig Betriebsbesichtigungen, auch bei mir im Landkreis, weil es mir einfach wichtig ist, mit Ihnen als Unternehmer im Austausch zu stehen, einige Informationen auch aufzunehmen und Dinge, die man vielleicht auch mal mit besprechen muss, ohne dass es jetzt einen konkreten einzelnen Anlass gibt, aber dass Sie mir mit auch auf den Weg geben können, was Ihnen wichtig ist. Und deswegen ist mir auch sehr wichtig, dass ich die örtlichen Bürgermeister natürlich mit dazu nehme, weil Sie sind ja die ersten Wirtschaftsförderer eigentlich vor Ort. Mit Ihnen stehen Sie am ehesten im Austausch mit der Stadt, mit der jeweiligen Gemeindeverwaltung, weil ja dort letztendlich ganz vieles für Grundlagen geschaffen wird. Wo ist ein Gewerbegebiet? Wo kann sich ein Unternehmen überhaupt entwickeln? Wie kann das Ganze mit weitergehen? Und dann auch Wirtschaftsförderungskräfte auch vor Ort auch mit da sind. Ich glaube, Walter Gieler, unser Wirtschaftsförderer, ist ja mit da. Der Umsatz von JBJ Elektronik betrug im Jahr 2020 rund 10 Millionen Euro. Wir sind, ich sag mal, unterwegs beim Kunden eigentlich bayernweit. Ja, je nach welchem Objekt es ist, fahren wir bayernweit. Im Moment haben wir Bad in Ingolstadt, ja, haben auch Discounter in München gemacht, sind jetzt in Bamberg oben. Ist zwar der Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. Das ist natürlich da werden immer noch 80% der Aufträge von uns abgegeben. Große Generalunternehmer, Wohnungsbauunternehmen und Bauträger aus dem Großraum sind die wichtigsten Kunden. Die Firma hat mehrere Zertifizierungen. So liegen die Schwerpunkte in den Bereichen Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Datentechnik, Kommunikationstechnik, Gebäudetechnik, Medientechnik, Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen. Und die Dienstleistungen werden an Gewerbeobjekten im Wohnungsbau, bei Pflege- und Seniorenzentren oder auch Parkhäusern ausgeführt. Die Nachfrage ist enorm. Aktuell arbeitet die Firma an einem Objekt in der Nürnberger Georg-Hensch-Straße, wo 135 Wohnungen und Gewerbeeinheiten entstehen. Daraus hat sich ein Folgeauftrag in Bamberg ergeben und in Planung ist ein Auftrag in Nürnberg auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern für Büros und Gewerbeflächen und zwei Tiefgaragen. Derzeit sucht die Firma vor allem Projektleiter und bauleitende Monteure als Fachkräfte. Wir haben schon von 5 Millionen für uns. Das ist unser größter Auftrag bis jetzt. Also früher haben wir eher Aufträge immer gemacht. 50, 100, 150.000, da waren schon 250.000 in Kassel Aufträge, jetzt ist es eher im Schnitt 800.000 irgendwas. Ja, also, was haben wir? 2,5 Millionen haben wir jetzt, das ist der drittgrößte Auftrag, was wir jetzt reingeholt haben die Woche. Ja, also, es sind schon Zahlen, hohe Zahlen. Also, es ist ganz schön beeindruckend, wirklich auch von den Zahlen. Derzeit arbeiten zwei Generationen in dem Familienunternehmen, das allein 15 Arbeitsplätze im Büro anbietet. Auch ein Student wurde gut integriert. Das Unternehmen bildet außerdem Elektronikerinnen und Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik aus. Was ist denn Ihr Anforderungsprofil vom Abschluss her? Qualifizierter Hauptschulabschluss ist gut, wenn dann noch die technischen Fächer dann irgendwo gut sind, dann ist das für uns, da sagen wir, das können wir weiterentwickeln. Es ist das, ich sage jedem, der sich hier vorstellt, jeder, der bei uns die Ausbildung macht und seine Prüfung schafft, kriegt der Zusage, dass er einen Arbeitsplatz danach hat. Also ein herzliches Dankeschön auch für die Aufzeichnung des Betriebs. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung. Einmal für Ihre Leistungen, die Sie als Lebensleistung für das Unternehmen erbracht haben, aber auch Glückwunsch wirklich, dass die nachfolgende Generation mit an Bord ist, dass Sie das offensichtlich, wie gesagt, gut rübergebracht haben, dass es ein schöner Job ist und dass man Freude haben kann bei aller Verantwortung, bei aller Zeit, die man da einbringen muss, aber dass man was zurückkriegt und das gut gestalten kann. Das erleben wir leider viel zu oft, dass das nicht klappt und deswegen, da kann man sich echt froh schätzen als Aufbauende. Der Landwirt hat schon alles gesagt, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, einfach Ihnen toi toi toi, viel Glück weiterhin und Ihnen gute Hand. Dankeschön. Ihnen allen.
der nachfolgenden Generation. Zuletzt wurden etwa 100.000 Euro in die Digitalisierung des Unternehmens investiert. So kann nun zum Beispiel die Kundendienstberatung mittels Tablet erfolgen. Grundstücksmäßig suchen die Geschäftsführer nach einer Erweiterung. Und in Planung ist ein weiterer Standort in München. Hauptkunden von JBJ sind Geschäftskunden. Privatkunden hat das Unternehmen fast ausschließlich im Zuge von Wohnungskäufern. Hier wird mit Planung und persönlicher Beratung zur Seite gestanden.